Wir beginnen wieder mit einem kleinen Warm-up und ich bitte dich dazu, dich auf die Matte zu setzen und deine Beine auszustrecken. Drück die Rückseite der Beine in die Matte, zieh die Zehenspitzen zu dir und heb die Arme nach oben parallel zum Boden. Atme tief ein und dreh dich mit dem Ausatmen auf die rechte Seite. Komm mit dem Einatmen zurück zur Mitte. Und dreh dich mit dem Ausatmen auf die linke Seite. Mit dem Einatmen wieder zurück zur Mitte. Mit dem Ausatmen in die Drehung nach rechts. Komm mit dem Einatmen wieder zurück. Und dreh dich mit dem Ausatmen nach links. Komm mit dem Einatmen wieder nach oben. Und heb die Arme nach oben mit dem Ausatmen. Entspann die Schultern. Atme nochmal ein. Und mit dem Ausatmen dreh dich wieder auf die rechte Seite. Dreh dich mit dem Einatmen zurück und komm in die Rotation nach links. Komm mit dem Einatmen nochmal zurück für die letzte Runde. Dreh dich auf die rechte Seite. Komm mit dem Einatmen wieder zur Mitte und dreh dich noch einmal nach links. Einatmen zurückkommen, mit dem Ausatmen senk die Arme. Stell deinen rechten Fuß über dein linkes Bein und greif dein Knie mit dem linken Arm und zieh es zu dir heran. Mit dem Einatmen streck deinen rechten Arm nach oben und mit dem Ausatmen platzierst du die rechten Fingerspitzen hinter dir auf der Matte. Dein Blick geht über die rechte Schulter nach hinten. Achte darauf, dass du auf deinen Sitzbeinhöcker sitzt und dass die Wirbelsäule ganz gestreckt ist. Hier wieder mit jedem Einatmen strecken und mit jedem Ausatmen etwas intensiver in die Drehung kommen. Gleichmäßig und tief durch die Nase ein- und ausatmen. Komm mit dem nächsten Einatemzug zurück. Dreh dich kurz auf die andere Seite mit dem Ausatmen. Löse auf. Streck dein rechtes Bein und stell deinen linken Fuß über dein rechtes Bein. Greif dein linkes Knie mit dem rechten Arm. Mit dem Einatmen streck deinen linken Arm nach oben und platziere die Fingerspitzen hinter dir auf der Matte mit dem Ausatmen. Dreh den Blick wieder nach hinten. Und auch hier streck wieder deine Wirbelsäule mit jedem Einatmen. Und mit jedem Ausatmen komm etwas intensiver in die Drehhaltung hinein. Mit dem Einatmen zurück und dreh dich mit dem Ausatmen nochmal kurz auf die Gegenseite und löse auf. Mit dem Warm-up sind wir nun fertig. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Hauptteil. Komm hierfür bitte an den Anfang der Matte. Öffne die Beine hüftbreit. Nimm deine Arme mit dem Einatmen nach oben und mit dem Ausatmen dreh dich etwas nach rechts und lass den Arm, den rechten Arm, über hinten nach unten sinken. Heb den Arm mit dem Einatmen wieder nach oben und dreh den Oberkörper nach links und lass den linken Arm im Kreis nach unten sinken. Atme ein, nimm den Arm wieder nach oben und nimm noch einmal den rechten Arm nach hinten, während du ausatmest. Nimm den Arm noch einmal nach oben und dreh dich noch einmal nach links, senk den linken Arm und heb ihn mit dem Einatmen wieder nach oben. Beuge etwas die Knie, nimm die Arme über die Seiten, komm in die Vorwärtsbeuge, platziere die Fingerspitzen am Boden. Gerne kannst du die Knie auch etwas beugen. Greif nun mit deiner linken Hand deine rechte Wade und zieh dich mit deinem Kopf in Richtung rechtes Knie. Nimm jetzt deinen rechten Ellenbogen nach oben zur Decke und streck deinen rechten Arm nach oben aus. Streck den Oberkörper und deinen linken Arm und richte den Blick nach oben zu den Fingerspitzen. Wenn du möchtest, kannst du deine Beine jetzt ausstrecken.
Löse die Haltung wieder auf und platziere die Fingerspitzen wieder am Boden. Greif nun mit der rechten Hand deine linke Wade und zieh deinen Kopf in Richtung linkes Knie. Streck nun den Oberkörper und damit auch deinen rechten Arm. Zieh deinen linken Ellenbogen nach oben und streck deinen linken Arm in Richtung Decke und dreh auch den Kopf, den Blick nach oben. Tief und gleichmäßig ein- und ausatmen. Senk den Blick nach unten. Bring die Fingerspitzen wieder zum Boden. Beug etwas die Knie. Und bring die Arme über die Seiten nach oben. Atme ein. Mit dem Ausatmen dreh den Oberkörper wieder nach rechts. Senk den Arm über hinten nach unten. Bring ihn mit dem Einatmen wieder zur Decke. Dreh den Oberkörper nach links und senk den linken Arm über hinten nach unten und streck die Arme wieder nach oben. Mit dem Ausatmen beug die Knie und bring die Fingerspitzen wieder zum Boden. Mit dem nächsten Einatmen greifst du mit der Hand wieder dein Schienbein und streckst den rechten Arm nach oben zur Decke. Komm mit dem Ausatmen mit den Fingerspitzen wieder zurück und greif mit dem nächsten Einatmen mit der rechten Hand deine linke Wade und streck deinen linken Arm nach oben. Bring die Fingerspitzen wieder zum Boden, atme aus. Und mit dem Einatmen beug deine Knie, bring die Arme wieder über die Seiten nach oben. Und mit dem Ausatmen bring die Hände vor den Brustkorb. Nimm die Arme über die Seiten, atme ein. Komm in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz deinen rechten Fuß nach hinten, atme ein. Setz den linken Fuß dazu, atme aus. Komm in die schiefe Ebene, atme ein und senke jetzt Knie, Brust und Kinn zum Boden. Schlänge dich nach vorne durch in die Kobra aus der Rückenkraft und komm wieder zurück in den herabschauenden Hund mit dem Ausatmen. Setz mit dem nächsten Einatmen den rechten Fuß nach vorne. Setz den linken Fuß dazu, atme aus. Komm wieder nach oben, nimm die Arme über die Seiten, atme ein. Bring die Hände vor dem Brustkorb, atme aus. Einatmen über die Seite. Ausatmen, in die Vorwärtsbeuge kommen. Setz den linken Fuß nach hinten, atme ein. Setz den rechten Fuß dazu, atme aus. Bring die Schultern über die Handgelenke, atme ein. Senk die Knie, Brust und Kinn zum Boden. Komm nach vorne in die Kobra, atme ein und wieder in den herabschauenden Hund, atme aus. Setz den linken Fuß nach vorne, atme ein, bring den rechten Fuß dazu, atme aus. Komm nach oben zum Stehen, atme ein, Hände vor dem Brustkorb, atme aus. Bring die Arme über die Seiten, atme ein, komm in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz den rechten Fuß nach hinten, atme ein und bring mit dem Ausatmen den linken Arm nach oben zur Decke. Bleibe hier für 5 Ein- und Ausatemzüge. Halte dein rechtes hinteres Bein gestreckt. Wenn du weitergehen möchtest, beugst du den Arm und bringst deinen Handrücken um die rechte Taille. Tief ein- und ausatmen. Mit dem nächsten Einatmen streckst du den Arm nach oben und mit dem Ausatmen kommen den herabschauenden Hund zurück. Mit dem Einatmen kommen die schiefe Ebene, mit dem Ausatmen senk Knie, Brust und Kinn zum Boden und komm jetzt in den heraufschauenden Hund mit dem Einatmen und wieder in den herabschauenden Hund mit dem Ausatmen. Stell den rechten Fuß nach vorne, atme ein. Setz den linken Fuß dazu, atme aus. Komm nach oben zum Stehen, atme ein. Nimm die Hände wieder vor dem Brustkorb, atme aus. Nimm die Arme über die Seiten, atme ein. Komm in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz den linken Fuß nach hinten, atme ein. Und bring deinen rechten Arm nach oben zur Decke mit dem Ausatmen.
Wenn du weitergehen möchtest, kannst du wieder deinen Arm beugen und deinen rechten Handrücken um die linke Taille herumwickeln. Halte den Blick zur Decke gerichtet und atme gleichmäßig und tief ein und aus. Und mit dem nächsten Einatmen den rechten Arm nach oben. Komm wieder in den herabschauenden Hund mit dem Ausatmen. Komm mit den Schultern über die Handgelenke, atme ein. Senk Knie, Brust und Kinn zum Boden, atme aus. Komm in den heraufschauenden Hund, atme ein. Und in den herabschauenden Hund mit dem Ausatmen. Setz deinen linken Fuß nach vorne, atme ein. Bring den rechten dazu, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Komm wieder nach oben, atme ein. Nimm die Hände vor dem Brustkorb, atme aus. Nimm die Arme über die Seiten, atme ein. Komm in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz deinen rechten Fuß nach hinten, atme ein. Und mit dem Ausatmen bring den linken Arm nach oben und binde ihn. Mit dem Einatmen streck den linken Arm wieder nach oben. Und mit dem Ausatmen komm wieder in den herabschauenden Hund zurück. Bring die Schultern über die Handgelenke, atme ein. Senke Knie, Brust und Kinn, atme aus. Komm in den heraufschauenden Hund, atme ein. Und in den herabschauenden Hund, atme aus. Setz den rechten Fuß nach vorne, atme ein. Und bring den linken Fuß auch nach vorne, atme aus. Komm nach oben, atme ein. Bring die Hände vor dem Brustkorb, atme aus. Nimm die Arme über die Seiten, atme ein. Komm in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz den linken Fuß nach hinten, atme dabei ein. Und mit dem Ausatmen nimm den rechten Arm nach oben und binde. Nimm den rechten Arm wieder nach oben, atme ein. Und komm mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. Bring die Schultern über die Handgelenke, atme ein. Und senk Knie, Brust und Kinn zum Boden. Komm in den heraufschauenden Hund, atme ein. Und in den herabschauenden Hund, atme aus. Setz den linken Fuß nach vorne mit dem Einatmen. Und bring den rechten Fuß dazu, atme aus. Komm nach oben, atme ein. Bring die Hände vor den Brustkorb, atme aus. Atme ein, nimm die Arme nach oben. Und komm nach unten in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz den rechten Fuß nach hinten, atme ein. Mit dem Ausatmen binde den linken Arm um die Taille. Nimm mit dem Einatmen den Arm wieder nach oben und komm in den Dog Split. Mit dem Ausatmen streck dein Bein. Zieh dich mit dem Einatmen nochmal in die Länge und mit dem Ausatmen setz den Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Komm nun nach oben, richte den Oberkörper auf, platziere ihn senkrecht über dem Becken. Nimm die Hände nach hinten, hinter die Ohren, atme ein und komm in die Drehung nach links mit dem Ausatmen. Bleib hier für ein paar Ein- und Ausatemzüge. Streck langsam deine Arme und wenn du möchtest, dreh den Blick nach hinten über die linken Fingerspitzen. Tief ein- und ausatmen. Dreh den Oberkörper nach vorne, heb die Arme, atme ein und komm mit dem Ausatmen wieder in den herabschauenden Hund zurück. Mit dem Einatmen bringen wir die Schultern über die Handgelenke. Komm mit dem Ausatmen jetzt mal in den halben Liegestütz. Komm in den heraufschauenden Hund, atme ein und den herabschauenden Hund mit dem Ausatmen. Bring den rechten Fuß nach vorne, atme ein. Setz den linken dazu, atme aus. Komm nach oben zum Stehen, atme ein. Bring die Hände vor den Brustkorb, atme aus. Nimm die Arme über die Seiten, atme ein. Komm in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz den linken Fuß nach hinten, atme ein. Und binde den rechten Arm um die Taille, atme aus. Streck den rechten Arm wieder nach oben und komm in den Dog Split mit dem Ausatmen. Nimm dein rechtes Bein nach oben. Zieh dich mit dem Einatmen wieder in die Länge
Und mit dem Ausatmen setzt den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Komm mit dem Einatmen nach oben und platziere die Fingerspitzen wieder hinter den Ohren. Dreh dich langsam mit dem nächsten Ausatmen auf die rechte Seite. Streck die Arme aus und wenn du möchtest, richtest du den Blick nach hinten. Mit dem nächsten Einatemzug zurück, streck die Arme und komm mit dem Ausatmen gleich in den halben Liegestütz. Komm in den heraufschauenden Hund, atme ein und in den herabschauenden Hund mit dem Ausatmen. Bring den linken Fuß nach vorne, atme ein. Bring den rechten Fuß nach vorne, atme aus. Komm nach oben, atme ein. Bring die Hände vor den Brustkorb, atme aus. Einatmen über die Seite. Komm mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Bring den rechten Fuß nach hinten, atme ein. Und mit dem Ausatmen binde den linken Arm um die Taille. Streck den linken Arm nach oben. Und komm mit dem Ausatmen mit dem linken Bein nach oben. Zieh dich mit dem Einatmen in die Länge und setz den linken Fuß nach vorne. Komm nach oben, atme ein und dreh dich nach links, atme aus. Komm wieder nach vorne, streck die Arme. Komm mit dem Ausatmen in den halben Liegestütz. Mit dem Einatmen geht's in den heraufschauenden Hund. Mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. Stell den rechten Fuß nach vorne, atme ein. Bring den linken Fuß dazu, atme aus. Komm mit dem Einatmen nach oben und senk die Hände, atme aus. Nimm mit dem Einatmen die Arme über die Seite. Komm in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz den linken Fuß nach hinten, atme ein. Und binde den rechten Arm um die Taille, atme aus. Streck den rechten Arm wieder nach oben, atme ein. Und nimm dein rechtes Bein nach oben in den Dog Split, atme aus. Setz mit dem Einatmen den rechten Fuß nach vorne und komm nach oben. Und dreh dich mit dem Ausatmen auf die rechte Seite. Komm zurück, streck die Arme. Und komm mit dem Ausatmen wieder in den halben Liegestütz zurück. Einatmen, komm in den heraufschauenden Hund. Mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. Stell den linken Fuß nach vorne, atme ein. Setz den rechten Fuß dazu, atme aus. Komm wieder nach oben mit dem Einatmen. Bring die Hände vor dem Brustkorb, atme aus. Komm mit dem Einatmen in den Blitz, heb die Arme. Und platziere mit dem Ausatmen deine Daumen in der Mitte des Brustbeines. Dreh den Oberkörper auf die rechte Seite und platziere deinen linken Ellenbogen auf deinem rechten Oberschenkel. Achte darauf, dass deine Daumen in der Mitte des Brustbeines bleiben. Beug die Beine noch etwas tiefer und platziere jetzt deinen linken Oberarm außen an deinem rechten Oberschenkel. Streck dann den linken Arm, bring die Hand zum Boden und streck deinen rechten Arm nach oben zur Decke. Nimm den Blick nach unten und komm wieder nach oben zum Stehen. Komm wieder in den Blitz mit dem Einatmen und führ mit dem Ausatmen die Daumen wieder vor dein Brustbein. Lass den Atem jetzt fließen und dreh den Oberkörper nach links. Beug die Knie etwas tiefer und platziere deinen rechten Ellenbogen auf dem linken Oberschenkel. Achte darauf, dass die Knie zusammengedrückt bleiben. Bring jetzt deinen rechten Oberarm etwas tiefer außen an den linken Oberschenkel. Bring die linke Hand zum Boden und streck deinen rechten Arm nach oben zur Decke. Nimm den Blick wieder nach unten und komm nach oben zum Stehen. Werden diese Haltung jetzt in den Flow mit einbauen. Atme ein, komm in den Blitz und komm mit dem Ausatmen in den gedrehten Blitz nach rechts. Komm mit dem Einatmen wieder in den Blitz.
und mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Stell deinen rechten Fuß nach hinten, atme ein und binde den linken Arm um den Oberkörper, atme aus. Streck den linken Arm wieder nach oben und komm mit dem linken Bein nach oben in den Dog Split. Stell den linken Fuß nach vorne und richte den Oberkörper auf mit dem Einatmen. Dreh dich auf die linke Seite, atme aus. Komm zurück, streck die Arme, atme ein und mit dem Ausatmen komm in den halben Liegestütz. Komm in den heraufschauenden Hund, atme ein und in den herabschauenden Hund, atme aus. Setz den rechten Fuß nach vorne, atme ein und bring mit dem Ausatmen den linken Fuß dazu. Komm nach oben zum Stehen, atme ein, bring die Hände vor dem Brustkorb, atme aus. Atme ein, komm in den Blitz, komm in den gedrehten Blitz auf die linke Seite mit dem Ausatmen. Komm in den Blitz zurück, atme ein und in die Vorwärtsbeuge mit dem Ausatmen. Setz den linken Fuß nach hinten, atme ein, binde den rechten Arm um die Taille, atme aus. Heb den rechten Arm nach oben, atme ein und komm in den Dog Split, atme aus. Setz den rechten Fuß nach vorne, komm nach oben, atme ein und dreh dich auf die rechte Seite, atme aus. Dreh dich zurück, streck die Arme, atme ein, komm in den halben Liegestütz, atme aus. Mit dem Einatmen geht's in den heraufschauenden Hund und mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. Setz den linken Fuß nach vorne, atme ein. Setz den rechten Fuß dazu, atme aus und komm mit dem Einatmen wieder nach oben zum Stehen. Und die Hände vor dem Brustkorb, atme aus. Jetzt werden wir mit einer Balance weitermachen, dem gedrehten Halbmond, den wir später in den Flow mit integrieren. Beug etwas die Knie, bring die Fingerspitzen zum Boden, etwa schulterbreit geöffnet. Verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein, heb dein rechtes Bein nach hinten oben. Achte darauf, dass die Zehenspitze nach unten zeigt und die Hüfte parallel zum Boden ausgerichtet ist. Bring die linke Hand an deine Hüfte, streck die Wirbelsäule nochmal und dann dreh dich nach oben auf. Nimm den Blick nach oben zu den linken Fingerspitzen. Nimm die Finger wieder zum Boden. Und stell den Fuß wieder ab. Entspann dich kurz. Streck die Wirbelsäule noch einmal. Heb dein linkes Bein und streck es nach hinten aus. Zehenspitze zeigt wieder zum Boden. Nimm dann deine rechte Hand an die Hüfte und streck dann deinen rechten Arm nach oben zur Decke und nimm auch den Blick mit nach oben. Fingerspitzen und den Fuß wieder zurück. Beug etwas die Knie, bring die Arme über die Seiten nach oben, atme ein und bring die Hände wieder vor dem Brustkorb, atme aus. Jetzt werden wir alles miteinander verbinden. Komm mit dem Einatmen in den Blitz und mit dem Ausatmen in den gedrehten Blitz auf die rechte Seite. Komm mit dem Einatmen in den Blitz zurück. Und komm in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz den rechten Fuß nach hinten, atme ein und binde den linken Arm um die Taille, atme aus. Streck den linken Arm wieder nach oben und komm in den Dog Split, atme aus. Setz den linken Fuß nach vorne, komm in den High Lunge, atme ein. Komm mit dem Ausatmen in den Twist. Komm mit dem Einatmen in den gedrehten Halbmond. Und komm wieder in die Vorwärtsbeuge zurück mit dem Ausatmen. Komm nach oben, atme ein. Nimm die Hände vor dem Brustkorb, atme aus. Einatmen in den Blitz. Komm mit dem Ausatmen in den gedrehten Blitz nach links. Komm in den Blitz zurück, atme ein. Komm in die Vorwärtsbeuge, atme aus. Setz deinen linken Fuß nach hinten, atme ein. Und binde den rechten Arm um die Taille, atme aus. Zieh den rechten Arm nach oben, atme ein.
machen wir einen Dog Split. Nimm das rechte Bein nach oben. Mit dem Einatmen steig nach vorne, komm in den High Lunge. Und dreh dich mit dem Ausatmen auf die rechte Seite. Komm mit dem Einatmen in den gedrehten Halbmond. Und komm mit dem Ausatmen in die Vorwärtsbeuge zurück. Komm mit dem Einatmen nach oben. Bring die Hände vor den Brustkorb, atme aus. Bring die Hände an dein Becken. Verlagere dein Gewicht auf dein rechtes Bein. Und zieh dein linkes Knie nach oben. Greif mit deiner rechten Hand entweder von außen den Oberschenkel oder von außen die Fußkante. Bring deinen linken Arm nach oben, atme ein. Und mit dem Ausatmen streck den linken Arm nach hinten. Du kannst den Blick entweder nach vorne gerichtet halten oder ihn nach hinten drehen über die Fingerspitze. Bring den linken Arm wieder nach oben und dann streck dein linkes Bein nach hinten und platziere den Fuß schräg auf der Matte. Richte dein Becken nach vorne aus und atme ein. Mit dem Ausatmen schieb dein Gesäß etwas nach hinten, bring den Oberkörper parallel zum Boden und platziere deine linke Hand außen neben deinem rechten Fuß. Mit dem Einatmen streckst du deinen rechten Arm nach oben und nimmst den Blick nach oben zu den Fingerspitzen. Tief ein- und ausatmen. Verlängere die Wirbelsäule mit jedem Einatmen. Und mit jedem Ausatmen dreh dich noch etwas mehr nach oben hinauf. Nimm den Blick nach unten. Atme ein, komm nach oben. Komm wieder nach vorne an den Anfang der Matte. Verlagere dein Gewicht auf deinen linken Fuß und bring dein rechtes Knie nach oben. Greif nun wieder mit der linken Hand außen den Oberschenkel oder außen die Fußkante. Streck den rechten Arm nach oben mit dem Einatmen und dreh dich nach hinten auf und atme aus. Bleib entweder hier oder dreh deinen Blick nach hinten und schau über die rechte Hand. Nimm den Arm nach oben und streck dein rechtes Bein nach hinten. Platziere den rechten Fuß schräg hinten, atme ein. Mit dem Ausatmen schieb dein Gesäß etwas zurück. Bring den Oberkörper parallel zum Boden und dann senk die rechte Hand und platziere sie rechts neben deinem linken Fuß. Mit dem Einatmen streck den linken Arm nach oben. Dreh mit jedem Ausatmen noch ein bisschen mehr auf und streck die Wirbelsäule mit jedem Einatemzug. Nimm den Blick nach unten, komm mit dem Einatmen wieder nach oben und wieder an den Anfang der Matte zurück mit dem Ausatmen. Der Hauptteil war ganz schön herausfordernd, oder? Und jetzt hast du dir ein entspannendes Cooldown verdient. Komm dazu bitte zum Sitzen. Winkel dein linkes Bein an und stell deinen rechten Fuß über dein linkes Knie zum Boden. Nimm deinen linken Arm nach oben, atme ein und greif mit dem Ausatmen dein linkes Knie und zieh es zum Körper heran. Platziere deine rechten Fingerspitzen hinter dich und dreh den Blick nach hinten. Bleib entweder in dieser Version des Drehsitzes oder wickel den linken Arm unter dem rechten Knie durch und greif mit deiner rechten Hand dein linkes Handgelenk. Auch hier wieder bring dich mit jedem Ausatmen etwas intensiver in diese Drehhaltung hinein.
Komm mit dem Einatmen zurück und dreh dich kurz auf die Gegenseite. Wir wechseln die Seite, winkel dein rechtes Bein an und stell deinen linken Fuß über dein rechtes Knie zum Boden. Mit dem Einatmen streck deinen rechten Arm und greif mit dem Ausatmen dein linkes Knie und zieh es in Richtung Brustkorb. Platziere deine Fingerspitzen hinter dir auf dem Boden und drehe deinen Blick nach hinten. Du kannst entweder in dieser Haltung bleiben oder, wenn du möchtest, wieder etwas weitergehen, indem du deinen rechten Arm unter den linken Knien durchstreckst und mit deiner rechten Hand deine linke Hand oder dein linkes Handgelenk greifst. Dreh dich mit jedem Ausatmen wieder etwas intensiver in die Drehhaltung hinein und streck mit jedem Einatmen deine Wirbelsäule. Löse mit dem Einatmen auf und dreh dich auf die Gegenseite mit dem Ausatmen. Komm nun zum Liegen. Zieh die Knie zu dir, heb die Unterschenkel und flex die Füße. Heb den Kopf und streck die Arme und greif die Fußkanten von außen mit den Händen. Leg den Kopf wieder ab und zieh deine Knie in Richtung Achselhöhlen und drück den unteren Rücken in die Matte. Diese Haltung entspannt besonders deinen unteren Rücken. Bleib hier noch für ein paar Atemzüge. Löse die Haltung auf, zieh die Knie nochmal kurz zum Brustkorb und dann greif mit den Händen einen Oberschenkel und komm nach oben zum Sitzen. So, das Programm ist hiermit zu Ende. Ich verabschiede mich von dir und hoffe, dass du möglichst bald wieder einschaltest. Dir hat das Video gefallen? Dann abonniere doch hier unseren Channel. Ich würde mich freuen. Du hast Fragen, Anregungen oder Wünsche? Kommentier doch hier unten unser Video. Wir sind für dich da.